Im heutigen Video bastel ich mit euch schöne Papierblumen. Die kennen die meisten von euch wahrscheinlich. Die sind jetzt überall, auch auf Pinterest gibt es ganz schön viele Anleitungen, die ich jetzt für euch ausgesucht habe. Die ist wirklich super einfach. Ich hatte wirklich keine Lust, alle einzelnen Teile nochmal echt in irgendeine Form zurechtzuschneiden. Und ich wollte einfach, dass die Blume einigermaßen leicht geht und man hat wirklich genug Arbeit mit den ganzen Hütchen, die man einrollen muss, dass auch noch die einzelnen Faltpapiere, dass die auch mal eine bestimmte Form haben. Deswegen habe ich jetzt die ganz normalen Rechtecke genommen, und zwar das sind die normalen Notizzettel, die haben Seiten von 9 cm. Und als Schablone für die zweite Größe hatte ich einfach ein ganz normales Origami-Papier mit Seite von 7,5. Und ja, die ganz kleinen habe ich einfach 1,5 cm abgezogen, wie ihr seht. Also die wären dann mit 1,5 cm kleiner. Und wir brauchen von den kleinen Rechtecke 22 Stück. Davon auch 22 und davon 11. Also es hört sich jetzt richtig viel, es ist auch richtig viel, aber die sind auch ganz schnell gemacht. Und ja, man kann es ja auch, zum Beispiel, ich falte die Zettelchen einfach so. Und schneide dann die Rechtecke. Das geht auch ziemlich schnell, man kann ja mehrere auf einmal schneiden und dann hat man schon schnell alles gemacht. Und jetzt zeige ich euch, wie die Hütchen gemacht werden. Die sind aber super einfach. Einfach so schön zusammenrollen. Und das war's schon. Es ist wirklich schon viel Arbeit. Ich will es euch nicht schön reden. Die Blume ist extrem schön. Damit kann man ganz gut Karten dekorieren, aber es ist schon viel Arbeit, also bis man wirklich so viele Hütchen eingedreht hat. Wie gesagt, ja, 22 der Größe, 22 die nächste Größe und 11 die ganz klein. Also am Ende hat man wirklich sehr, sehr viele Hütchen rumliegen. Die habe ich schon alle eingedreht und dann zeige ich euch, das ist jetzt wirklich schon sehr viel. Und ja, da ist man auch eine Weile damit beschäftigt. Wir brauchen einen Kreis, den habe ich ausgestanzt, aber man kann auch den selbst machen. Das ist ja, die Größe ist ja auch ziemlich egal. Ich habe schon angefangen, die Blume zu basteln. Und zwar 11 von den Hütchen kleben wir schon, das ist die erste Reihe, kleben wir schon so auf dem Kreis und lassen dann ein bisschen Platz dazwischen. Weil hier kommt dann das nächste Hütchen, so zwischen den beiden. Und dafür brauchen wir einen Kleber. Also ich habe es zumindest so gemacht, hier habe ich doppelseitigen Tesa benutzt, einfach auf den Kreis drauf gemacht. Und das hält ganz gut. Also die Blume fällt jetzt nicht auseinander. Man kann auch Kleber nehmen. Nur bei Kleber muss man dann ein bisschen Zeit einberechnen, bis der dann trocken ist. Und einfach ordentlich Kleber auf das Hütchen schmieren und kurz abwarten. Also es hält auch. Am Anfang sieht es nicht so stabil aus. Man denkt, okay, die fallen jetzt auseinander. Aber nö, also einfach mal abwarten, bis der Kleber trocken ist. Ich habe jetzt hier einen Prittstift benutzt und muss ehrlich sagen, ich bin ziemlich zufrieden damit. Den kann ich euch nur empfehlen. Trocknet ziemlich schnell und damit lässt sich super arbeiten. So. Und wie gesagt, es ist schon viel Arbeit. Aber es ist einfach. Man kann es machen, während man die Lieblingsserie guckt oder einen Film. Es ist dann, muss man nicht so aufpassen. Es ist einfach Hütchen drehen und kleben. Man kann auch gemustertes Papier nehmen. Leider hatte ich keine Zeit, es auszuprobieren, werde ich aber auf jeden Fall tun. Und dann zeige ich euch, wie es dann ausschaut.
Ich mag aber auch diese kräftigen Farben von den Notizzettelchen. Da habe ich schon mal Origami-Blumen draus gemacht und das sieht wirklich richtig, richtig schön aus. Die Farben harmonieren ja auch schön miteinander. Ich finde ja auch diese Kombination zwischen Rosa und Grün ganz gut. Mal schauen, wie die am Ende die Blume aussieht, ob ich die Farben dann schön rausgesucht habe oder dann am Ende die doch nicht zusammenpassen. Mal schauen. So. So, die ersten zwei Reihen sind fertig. So sieht die Blume aus. Wer dann etwas ungeduldiger ist und keine Lust hat, die ganze Blume zu machen, man kann auch hier was Schönes in der Mitte kleben und dann ist die Blume auch schon fertig. Das ist Geschmackssache, sieht aber nicht schlecht aus. Also man kann es auf jeden Fall machen. Und jetzt kommt die nächste Größe Hütchen. Das waren die etwas kleineren mit 7,5 cm Seitenlänge. Und dann immer so dazwischen. An der Stelle sieht man noch hier, wo Platz ist zwischen den zwei Hütchen. Langsam, wenn man sich nach oben langsam arbeitet, dann ist Platz knapp. Also dann klebt man einfach die Hütchen nebeneinander, aber das zeige ich euch gleich. Soweit sind wir leider noch nicht. Wie gesagt, das dauert. Aber das Ergebnis am Ende ist sehr, sehr schön. So, und jetzt sind die zwei Farben rein schon fertig. Jetzt kommen die ganz kleinen 11 Stück davon. Also ich wiederhole nochmal, 22 brauchen wir für den großen, 22 von den mittleren und 11 von den kleinen. Und genauso weiter wie gehabt machen wir das jetzt. Hier kleben die einfach mal zwischen den Hütchen. Also es ist jetzt nicht so unbedingt Platz, aber es wird ja, das klappt ja, also die halten schon. Man kann sie etwas höher kleben oder tiefer. Geschmackssache. Hier habe ich es ein bisschen tiefer geklebt, hier etwas höher. Man kann ja dann selbst schauen, wie man es gerne möchte. Und fertig ist unsere Blume. So sieht sie aus. Also es ist schon mühsam, es kostet Zeit, aber ich finde, das Ergebnis ist dann richtig, richtig schön. Danke, dass ihr heute mit dabei wart. Bis das nächste Mal. Tschüss.